Gewalt. Bei den Protesten gegen den Ausgang der Präsidentenwahl im Iran sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Das staatliche Fernsehen sprach am Sonntag von 10 Toten und mehr als 100 Verwundeten. Die Unruhen sind die schwersten Krawalle in der Islamischen Republik seit der Revolution vor 30 Jahren. Bundeskanzlerin Merkel forderte am Sonntag eine Neuauszählung der Stimmen bei den umstrittenen Wahlen. Die Menschen- und Bürgerrechte müssten voll respektiert werden, erklärte Merkel. Parteitag. Die Linke ist zu einer Regierungsbeteiligung im Bund bereit, das sagte Parteichef Lafontaine am Rande des Parteitages in Berlin. Das Wahlprogramm sei als Regierungsprogramm zu verstehen und nicht für die Opposition gemacht. Das Programm der Linken sieht unter anderem die Abschaffung von Hartz IV, die Rücknahme der Rente mit 67 und die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns vor. Rechtfertigung. Der frühere Arcandor-Chef Mittelhoff hat alle gegen ihn im Zusammenhang mit der Insolvenz der Karstadt-Mutter erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. Er habe sich nichts vorzuwerfen, sagte Mittelhoff der Bild am Sonntag. Arcandor sei ein Opfer der Finanzmarktkrise geworden. Deshalb sei es für ihn völlig unverständlich, dass dem Unternehmen jede Unterstützung aus dem Deutschlandfonds versagt worden sei. Weltmeister. Wladimir Klitschko bleibt Boxweltmeister der Verbände WBO und IBF im Schwergewicht. Der 33-jährige Ukrainer besiegte gestern den WBA-Weltmeister Ruslan Chagayev durch technischen K.O. in der 10. Runde. Für Klitschko war es der 53. Sieg im 56. Kampf.